Fotografiert und abgesucht. Schon lange versucht aufzumachen. Ja, hab so lange Weile. Neon Light. Let's get ready to rumble! Let's get ready to rumble! Ich würde auch sagen, dass es eure Mischung so interessant macht. Letztendlich seid ihr zwei erstens mal optisch auffällige Charaktere, aber ihr wisst auch, wie man sich halt auch präsentiert und wie man spricht. So, das ist auch nochmal so eine Sache, wenn man euch beide dann auf irgendeinem Motorboot dann quasi durch die Welt segeln sieht und ihr unterhaltet euch dann über auch so ein bisschen abstraktere Themen und so, dann hat das schon auf jeden Fall eine Qualität, so, die in Deutschland an und für sich jetzt auch nicht so oft existiert, muss man sagen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Annalena Baerbock nicht aufgrund von Kompetenz diese Position erlangt hat. Das ist ja kein Wissen, das ist ein Fakt. Ne? Wir wissen, dass sie eine bestimmte Laufbahn eingeschlagen hat und bei den Grünen aktiv war, Anti-Atomkraft. Und dass sie dann aber in diese... Anti-Krieg. Ja. Dass sie dann aber in diese Klaus-Schwab-Schule gegangen ist, World Economy Forum. Und das ist, glaube ich, eine sehr fundamentale Sache, über die viel zu wenige Bescheid wissen. Und dann ist ein Argument, was du oft hörst, so, ja, aber das ist viel zu komplex, man kann doch nicht, es wird doch nicht von einer Stelle gesteuert. Diese Steuerung passiert so einfach, allein dadurch, dass man diese Leute züchtet, heranzüchtet. Es muss eine Weltordnung aufrechterhalten bleiben, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, mit dem IMF, der Weltbank, der Welthandelsorganisation. Wie macht man das? Ich meine, wir sitzen hier, No offense hier, ja, aber das ist Hip-Hop. Das ganze Setting ist Hip-Hop, ja. Das ist Amerika, ist das. Ja. Das hat überhaupt nichts Russisches, Chinesisches, gar nichts. Das ist Amerika und das ist quasi das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und das Ergebnis quasi der, ich sag mal, auf gewisse Weise, man kann auch sagen Umerziehung, wenn es nicht so ein kontaminiertes Wort wäre, der Umerziehung der Amerikaner. Und wir fühlen uns als Teil des Westens. Und Transatlantiker versuchen, genau diese Ordnung aufrechtzuerhalten, dass wir uns als Teil Amerikas verstehen. Ja, aber natürlich beherrscht sich eine Welt unipolar viel besser als multipolar. Und das ist die größte Gefahr, die Amerika ja gerade sieht oder vielleicht auch Eliten gerade sehen, dass da eine Verschiebung stattfindet. Also du hast einfach diesen Fakt, dass 800 Militärbasen eine Drohkulisse weltweit aufbauen, dass keiner sozusagen ausscheren kann. Es ist eine gelenkte Empörung. Also ich nehme mal, dass junge Menschen, Studenten vor allem idealistisch sind, ist normal. Das heißt ja auch, wer jung ist und nicht links, hat kein Herz und wer alt ist und nicht rechts, hat keinen Verstand. Das heißt, also es ist so ein natürlicher Impuls in uns, dass wenn wir jung sind, wir idealistischer sind. Darf ich ganz kurz unterbrechen und den Leuten auch erklären, dass du aus einer traditionell linken Familie kommst, auch eigentlich dein Vater quasi als Koryphäe der linken Bewegung so ein bisschen galt, ja. Also jetzt auch keine unbekannte Figur in der Szene, ne? Interessant. Ja, das war einer der Top 68er, der war auch hier in Berlin bei der Kommune 1 dann auch. Ist aber dann relativ schnell 69 schon zum Islam konvertiert. Man sieht in letzter Zeit, dass voll viele Verhaltensgestörte auf einmal eine Bühne gefunden haben und auch noch applaudiert werden dafür. Also früher, wo du gesagt hattest so, ey, du hast einfach deinen Mund zu halten, wenn es um Ernährung geht, wenn du selber übergewichtig bist, Total. Dann heißt es jetzt, nee, kriegst du auch noch einen Ministerposten. Und auf der anderen Seite dann hast du dann Leute, die dann irgendwo die Möglichkeit haben, sich zu äußern in Bezug auf zum Beispiel ihre Gender-Identifikation oder was auch immer und dann rangehen und anfangen, 3 Minuten lang zu schreien. Ja. Ich schreie halt einfach. Oh. Hättest du jemanden gesehen, der 3 Minuten lang schreit, wegen egal welchem fucking Thema, du würdest den angucken und sagen, geh ich zum scheiß Psychologen. Yeah. Also du hast da ganz andere Probleme. Die Leute, die haben ganz viel Spielwiese gefunden, um ihre Verhaltensgestörtheit auszuleben. Nehmen wir zum Beispiel Tötet die Ungläubigen. Wie sah die Frühzeit des Islam aus? Da kommt jemand, der sagt, ich habe von Gott die Botschaft bekommen in Mekka. Ja? Ich habe die Botschaft bekommen, dass alle Menschen frei geboren sind. Sklaven haben Rechte, Frauen haben Rechte. Okay, die sind nicht euer Besitz. Es wird zu einem Problem für das System der damaligen Zeit. 13 Jahre lang wird er verfolgt. Und er sagt bis dahin,
Meine Botschaft ist die Botschaft von Jesus, Barmherzigkeit. 13 Jahre lang gefoltert, getötet. Dann wandern sie aus, erst dann wird den Leuten gesagt, die an Barmherzigkeit geglaubt haben, man darf sich nicht verteidigen und so weiter, die andere Wange halten. Die sagen dann plötzlich, wir wandern aus und wir werden trotzdem verfolgt. Und dann kommt das Gebot, ihr müsst euch verteidigen. Und weil sie es verlernt hatten, sich zu verteidigen, wird denen gesagt, tötet sie, wo immer ihr sie auffindet. Ihr müsst, weil wenn ihr das nicht tut, dann werden Juden und Christen, die mit euch zusammen in Medina leben, alle Gotteshäuser sind in Gefahr. Sie werden niedergebrannt werden und die Menschen werden getötet werden. Ihr müsst euch verteidigen. Das erste Gebot, was für Sklaven kommt, die du hältst, ist, du musst sie kleiden, wie du dich selbst kleidest. Gib ihnen das zu essen, was du selber isst. Und das nächste ist, lass einen Sklaven frei, du kriegst eine Belohnung im Paradies. Genau, und er ist ja reingeboren, die gab es ja vor den Propheten, die Sklaven. Richtig. Irgendwann waren die Straßen in Medina voll mit Sklaven, die nicht wussten, was sie mit ihrer Freiheit anfangen sollen. Hört sich an wie Berlin. Ja.